Sarentu, komm her. Du weißt wirklich, wie man feiert. Es gibt immer einen Grund zum Feiern. Wir haben genug Sanke, um die Segelflugpanther zum Singen und Tanzen zu bringen. Heben wir unsere Becher so wie die Speere. Wir sind nun eins, in Geist und in Seele. Eins in Geist und Seele. Ja, in Geist und Seele. Vereinigt für immer und ewig, überlebt alles. Bleib auf jeden Fall in Erinnerung. Ah, eine Felsmalerei als Erinnerung. Sowas hat noch niemand gesehen. Nicht mal die Sessua, Sarentu oder Sakru. Ich helfe. Was brauchst du? Wir benötigen Farbstoffe für die Clans. Unser Clan braucht Wolkenspuckersamen und deiner, Bärenfrucht. Tolle Farbe. Exzellent. Bring die Farbstoffe zum Fuß des Schwingenbergs. Wir werden etwas Besonderes malen. Oh, schöne Farben für eine noch schönere Malerei. An die Arbeit. Geträumt, ich wäre ein Sakru. So schön. Wow, das ist ja der Hammer. Aber bestenfalls Durchschnitt. Für solche Künstler wie uns. Das kriegen wir noch besser hin. Wir könnten vielleicht die Aranahe fragen. Um mehr Arbeit als erwartet. Die Clans alle vereint. Einfach umwerfend. Einfach episch. Wir bräuchten eine spezielle Farbe, die Clans schätzen. Ich weiß, wen ich dafür fragen muss. Ich habe da eine Frage über Farben. Ich sehe, du findest langsam deine Farbe. Mein Rat trägt Früchte. Nicht für mich. Für einen Felsen. In der Höhenprärie. Farbe für einen Felsen verschwenden, das kann nur von den Sessua kommen. Einer der Künstler zeichnet die Clans. Welche Farbe repräsentiert deinen Clan? Es gibt mehrere, aber eine, die wir besonders schätzen. Die Farbe der Schicksalsfrucht. Aber sie muss reif sein, sonst sieht der Felsen noch glanzloser aus. Ja!
Die Schönheit wird noch viele Generationen be... Sieh dir die Farbe an. Sehr aufregend, aber auch zart. Eine Farbe der Weber. Nun, ich mag es. Ist hübsch. Oder? Hübsch. Sieh es dir genau an. Saug es in dich ein. Fühl die Emotionen. Ich kann das Flattern der Flügel der Kinglor hinter mir fast spüren. Wir haben was Tolles geschaffen. Was für eine langweilige... Ich habe die Neuigkeiten gehört. Ich habe etwas über die Kametire gehört. Eine Aufgabe für uns. Meinst du die Gedenkstätte? Ist sie noch nicht fertig? Sie war sogar perfekt. Aber die Kunst muss sich eben anpassen. Und da wir nun einen weiteren Clan unter uns haben, müssen wir sie erweitern. Wir brauchen also neue Farbe? Eine Farbe für die Stille, den Nebel, das Mysteriöse. Die eine Farbe des verhangenen Waldes. Ich glaube, dass ich mich freue. So filigran. Sollen sie getragen werden? Zur Jagd, zum Tanzen oder zum Trauern. Wenn du eine wählen müsstest, für euch alle, welche Farbe hätte sie? Eine Maske passt doch aber nicht allen. Man müsste sie aus Nebel herstellen. Die Farbe des Safts von Pilzen wäre passend. Die Farbe des Nebels, des Dunklen. Wir haben eine viel bessere Ausrüstung als das. Wirklich total der perfekte Platz. Mysteriöse Farbe für ein Meisterwerk. Ist es fertig? Du bist eine wahre Künstlerin. Was für eine langweilige Rüstung. So farblos.